Was für eine geniale Ankündigung gestern auf der Spielemesse E3, oder nicht? Microsoft kündigte einfach mal so, ganz nebenbei, ziemlich überraschend, eine Neuauflage des Microsoft Flight Simulators an. Wie lange hat man darauf bitte gewartet? Mit Flugsimulationen am eigenen Computer zu Hause beschäftigen wir uns hier auf diesem Kanal zwar so gut wie gar nicht, aber damit zu tun haben oder hatten wir wahrscheinlich alle schon mal. Und deswegen gibt es jetzt mal alle schon bekannten Informationen zum neuen Microsoft Flight Simulator und einfach mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, einfach mal ein paar Gedanken zu diesem Thema. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, viele von euch haben, genauso wie ich auch, wahrscheinlich schon massig Zeit zu Hause am PC vor irgendeiner Flugsimulation verbracht. Und wenn man damit vor so 10, 15 Jahren angefangen hat, dann kam man um die Produkte von Microsoft zu dieser Zeit gar nicht drum herum. Das ging gar nicht anders. Also, ich habe zwar Microsoft Flight Simulator 98 und 2000, das habe ich auch gespielt, aber ich glaube, so richtig angefangen und so richtig angefangen, mich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen, das war dann mit dem Microsoft Flight Simulator 2002. Danke, Mami, dass du mir das damals gekauft hast. In den letzten Jahren hat sich diese ganze Situation mit den Microsoft Flight Simulator Produkten als das Nonplusultra, das hat sich natürlich komplett geändert. Die Konkurrenzprodukte, die es damals teilweise schon gab, die stehen heute ganz oben auf der Liste und das ist auch wirklich absolut zu Recht. Microsoft hat die Flugsimulator-Kundschaft damals nach dem FSX komplett im Stich gelassen. Und man muss bedenken, FSX, der kam raus im Jahr 2006. Und das letzte große Update, das gab es dann 2014, aber so wirklich was Neues, das gab es auch da nicht mehr. Und damit erst einmal kurz zu den Infos zur gestrigen Vorstellung durch Microsoft. Also auf der E3 haben die da gestern so eine riesen Präsentation veranstaltet, haben viel über eine neue Konsole, über eine neue Xbox gesprochen. Dann gab es verschiedenste neue interessante Updates und auch ganz viele, also wirklich überraschend viele neue Spiele für die Microsoft-Plattform. Und unter anderem ging es dann halt gestern eben auch um den neuen Microsoft Flight Simulator, der im Jahr 2020 verfügbar sein soll. Und der wurde dann mit Hilfe eines kurzen, aber doch durchaus beeindruckenden Trailers vorgestellt. Diese Vorschau, die da gestern gezeigt wurde, die hat zum Glück direkt mal so einen Großteil an Zweifeln aus dem Weg geräumt, die ich bei diesem ganzen Thema Microsoft Flight Simulator noch so im Kopf hatte. Denn die meisten von euch, die werden sich sicherlich noch dran erinnern, als der FSX dann so langsam aber sicher vor einigen Jahren durch war, dazu gleich nochmal ein bisschen mehr, da lieferte Microsoft keine neue Simulation oder ein großes interessantes Update, sondern ein völlig dämliches, total bescheuertes Spiel, mit dem man auch eine andere Zielgruppe ins Boot holen wollte, mit dem man eine neue Strategie verfolgen wollte. Und das ging vollkommen nach hinten los. Ende Februar 2012 kam die kostenlose Basisversion von Microsoft Flight ins Netz. Ja, und da konnte man dann in dieser kostenlosen Basisversion mit einem absolut bescheuerten Wasser-Land-Amphibien-Mini-Sport-Plastikflugzeug über einen grafisch nicht sonderlich schönen Teil von Hawaii fliegen. Und man konnte gar nicht frei durch die Gegend fliegen, sondern musste so bescheuerte Minispiele machen, die selbst im Wii Sports Resort besser waren und mehr Spaß gemacht haben. Jeder von euch, der dieses unfassbar langweilige Spiel damals mitmachen musste, der kann den Frust sicherlich nachvollziehen. Ich habe quasi schon fast Mitleid mit meinem früheren Ich, wenn ich drüber nachdenke, aber ist ja auch egal. Das, was jetzt kommen soll, das soll auf jeden Fall wieder ein richtiger Microsoft Flight Simulator werden. Ein richtiger Simulator für den heimischen PC und das dann halt eben auch mit den weltweit verfügbaren über 24.000 verschiedenen Flughäfen, so wie wir das eben aus den FSX-Zeiten gewohnt sind. Der gestern auf der E3 gezeigte Trailer, der soll uns jetzt natürlich erst einmal hauptsächlich die beeindruckende 4K-Grafik zeigen. Und ganz ehrlich, das sieht auch alles ziemlich gut aus. Wäre ja aber auch doof, wenn das selbst in dem Trailer nicht der Fall ist. Aber gut, auf jeden Fall fängt das dann an mit einer DA-62, glaube ich. Und ja, die steht in irgendeinem Hangar, also deswegen direkt mal kurze Panik, weil so oder so ähnlich fing auch Microsoft Flight an. Ja, dann geht's aber weiter mit einem startenden Turboprop-Triebwerk, das ist schon mal vielversprechend, und dann sieht man endlich Verkehrsflugzeuge. Das gab es in Microsoft Flight nicht und das ist schon mal ein wirklich gutes Zeichen. Es gibt einen kurzen Blick auf den anscheinend wirklich schön gestalteten Flughafen von Los Angeles und dann sieht man im Vordergrund A320 Neo, davon ganze 4 Stück. Und soweit man das beurteilen kann, sieht man genau den gleichen Flugzeugtypen auch überall im Hintergrund. Das ist also schon mal sehr realistisch, aber ist ja auch alles erst einmal gar nicht so schlimm. Es zeigt nur, dass sich Microsoft höchstwahrscheinlich beim Thema große Verkehrsflugzeuge in dieser Software nicht so richtig extrem ausgetobt hat. Aber wie gesagt, alles halb so wild, wenn man es dafür richtig gemacht hat. Und die nächste Szene zeigt dann das Cockpit des A320 Neo und das ist tatsächlich ein A320 Cockpit. Also an der Stelle, na, das macht schon mal Hoffnung oder ja, macht schon mal Hoffnung auf mehr. Damit das jetzt aber nicht direkt zu viel des Guten wird und zu viel Freude machen könnte, packt man direkt in der nächsten Szene mal dieses Flugzeug rein. Icon A5.
wenn ich mich richtig erinnere, ist genau das, dieses total bescheuerte Plastikflugzeug aus Microsoft Flight. Aber gut, das hat man vielleicht aus Versehen reingeschnitten. Aber alles, was danach kommt, sieht tatsächlich ziemlich gut und vielversprechend aus. Also es macht wirklich Hoffnung auf mehr. Da könnte man sich wirklich auf etwas Neues, Gutes freuen. Bei den größeren, komplexen Verkehrsflugzeugen bleibt es dann tatsächlich laut Trailer erst einmal beim A320neo. Hab's eben schon angedeutet, ist erst einmal ja gar nicht so schlimm, wenn es vernünftig gemacht wird. Wer weiß, was dann am Ende des Tages alles in der Software verfügbar ist. Das Ganze soll dann also im nächsten Jahr, im Jahr 2020, für PC und auch für Xbox auf dem Markt zur Verfügung stehen. Und dann muss Microsoft es einfach schaffen, diesen sympathischen Charakter des Flugsimulators, das müssen die mit dieser Software einfach wieder hinbekommen. Viele Leute, die die ganze Nummer vor ein paar Jahren eben nicht nur noch aus Spaß gemacht haben, nicht nur mit diesem Programm gespielt haben, sondern sich langsam aber sicher auch so ein bisschen an die komplexeren, größeren Flugzeuge über Add-ons herangewagt haben, die sind heute sicherlich zu fast 100% alle bei Prepare 3D oder bei P3D oder wie auch immer das Ganze jetzt heißen mag, von Lockheed Martin gelandet. Diese mittlerweile wirklich ausgereifte und über die ganzen Jahre immer weiter verbesserte Software basierte tatsächlich am Anfang auf dem FSX, bügelte dann aber recht schnell alle Nachteile oder viele Nachteile des Microsoft-Programms aus. Beispielsweise konnte der FSX, ich weiß jetzt aber nicht genau, ob sich das damals mit irgendeinem dieser Service-Packs geändert hat, der FSX konnte lange Zeit nur auf eine 32-Bit-Architektur zurückgreifen und konnte auch nur bis maximal 4 GB Arbeitsspeicher nutzen. Fürs Jahr 2006, okay, weil da hatten das noch nicht alle oder noch gar nicht so viele zu Hause rumstehen, aber im Jahr 2019, knapp 13 Jahre später, sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Es war damals absoluter Standard für den FSX, dass die Software deutlich mehr konnte als die Hardware, die man als Normalsterblicher zu Hause unterm Schreibtisch stehen hatte. Das war vollkommen normal und ihr wisst das alle ganz genau, das war schon immer ein absoluter Ritt auf der Rasierklinge. Also ein Ritt auf der Rasierklinge zwischen einer akzeptablen Framerate, mit der man irgendwie vernünftig von A nach B fliegen konnte, und der Out-of-Memory-Meldung des Simulators. Dann hat man sich im Internet immer wieder die wildesten Tricks irgendwo zusammengesucht, weil wieder irgendjemand wusste, wie man aus dem ganzen Programm nochmal ein bisschen mehr Performance rausholen konnte, wie man nochmal ein Bild pro Sekunde mehr schaffen konnte, trotz des Add-ons im Flugzeug und in der Szenerie und wie auch immer. Irgendwie hat man da immer nochmal so ein bisschen mehr rauskitzeln können und hat dann irgendwelche Quellcodes aus dem Internet runtergeladen und das Ganze irgendwo reinkopiert und irgendwie baute man sich da so einen richtigen Spielplatz auf. Der FSX war einfach ein Spielplatz, der von den ganzen Einstellungsmöglichkeiten und den ganzen verschiedensten Add-ons, die es von verschiedensten Drittanbietern dann irgendwann gab, der lebte einfach davon. Und das hat wirklich gut funktioniert und es sorgte auch lange dafür, dass der FSX nicht wirklich alterte. Die Erweiterungssoftware von PMDG beispielsweise, also die Geschichten hier, die Boeing 747, die haben die irgendwann rausgebracht. Ich weiß gar nicht, ob das hier hinten eventuell draufsteht. 2009. Und dann kam irgendwann noch die 737. Und dann kam irgendwann sogar, glaube ich, noch die 777 dazu. Was waren das bitte alles für gute Produkte? Oder es sind auch heute noch gute Produkte, aber das wandert selbstverständlich irgendwann alles rüber zu der Software von Lockheed Martin. Und das auch absolut zu Recht, weil beim FSX ging halt irgendwann nicht mehr viel. Die ganzen großen Entwicklerstudios, die den FSX mit ihren Add-ons noch jahrelang am Leben gehalten hatten, die wanderten spätestens so rund um 2017, größtenteils in Richtung Lockheed Martin Prepare 3D, das ja laut offizieller Lizenz gar nicht für Unterhaltungszwecke genutzt werden darf, oder halt in Richtung X-Plane. Heute gibt es nur noch eine Handvoll Studios, die hin und wieder mal irgendein Produkt liefern, was dann auch wirklich mit dem Microsoft Flight Simulator X kompatibel ist, aber das Thema ist eigentlich mittlerweile durch. Heute hat man also bei diesen wirklich großen und ausgereiften Programmen die Wahl zwischen P3D von Lockheed Martin oder eben X-Plane. Aber das wisst ihr dann wahrscheinlich besser als ich, was da jetzt die Vor- und Nachteile sind, da bin ich dann irgendwann aus dem ganzen Thema ausgestiegen. Aber P3D gilt ja mittlerweile schon als inoffizieller Nachfolger des FSX und das auch schon seit Jahren. Ich hoffe, dass Microsoft es im nächsten Jahr mit dem neuen Flight Simulator schafft, wieder voll in dieses Thema einzusteigen. Da jetzt einfach dazwischen zu grätschen, zwischen das, was es aktuell auf dem Markt gibt, das dürfte alles andere als einfach werden. Denn da müssen ja auch die ganzen Entwickler wieder mit ins Boot geholt werden, weil die müssen ja jetzt wieder gute Gründe haben, wieder komplett hinter Microsoft zu stehen. Die machen diesen Flugsimulator ja am Ende des Tages wirklich komplett. Man muss aber vor allem auch auf die Kunden hören. Die Community, die sich zu diesem Flugsimulationsthema über die ganzen Jahre entwickelt hat, die ist so unfassbar groß geworden. Da sind so viele Leute so leidenschaftlich mit dabei. Microsoft muss es jetzt einfach schaffen, ein wirklich individuelles Produkt auf den Markt zu schmeißen. Was genauso individuell ist, wie es damals der FSX war. Das hat einfach damals richtig gut funktioniert und das konnte Microsoft einfach besser als die anderen. Und da muss man wieder hin.
Abschließend zu der ganzen Sache vielleicht so nochmal ein paar Worte. Flugsimulator zu zocken, das wird ja gerne immer voll ins Lächerliche gezogen. 12 Stunden mit einem Autopiloten geradeaus zu fliegen, das finde ich zwar auch ziemlich affig, aber mal ein bisschen Zeit zu verbringen mit einem gut funktionierenden Simulatorprogramm am heimischen Computer, das auf der einen Seite mal so ein bisschen Spaß ermöglicht, wo man einfach mal mit einem Sportflugzeug bei guter Grafik einfach mal so ein bisschen durch die Gegend heizen kann, was auf der anderen Seite aber auch genug Raum ermöglicht, um sich auch mal mit einem komplexen Add-on, mit einem hochkomplexen großen Flugzeug auseinanderzusetzen. Das ist doch absolut perfekt für jeden, der Bock auf das Thema hat, der sich damit mal ein bisschen auseinandersetzen möchte, für jeden möchte gern Piloten, beispielsweise die PMDG 737. Ich hatte damals keinen Schnall davon, wie man so ein Ding bedient, ein Verkehrsflugzeug. Das ist heute anders, das liegt zwar nicht unbedingt an der PMDG 737, sondern an der Pilotenausbildung, aber nichtsdestotrotz, die Systemtiefe bei solchen Simulationen, die ist mittlerweile so gut, sich damit auseinanderzusetzen, das kann echt sehr, sehr viel wert sein. Das ist doch eine wirklich angenehme Art und Weise, um sich mit dem Flugzeug und den Systemen dahinter schon mal so ein bisschen auseinanderzusetzen, wenn man sich dafür interessiert, ohne dass man jetzt großartig Lehrmaterial zur Verfügung haben müsste über diesen speziellen Flugzeugtypen. Man kann einfach mal so ein bisschen ausprobieren, wie man Bock hat. Beispielsweise, warum klingelt das Ding denn jetzt, wenn ich 10.000 Fuß durchsteige, ohne dass ich diese Packs, also die Klimaanlagen, angemacht habe? Oder was passiert, wenn ich mal das und das Hydrauliksystem ausschalte? Die Software ist dafür tatsächlich richtig gut. Und das hilft, um das Ganze zu verstehen. Also wenn ihr da Spaß dran habt, Flugsimulation zu betreiben am heimischen Computer, dann macht das. Und wenn euch dafür irgendjemand auslacht, am besten auch noch ein fertig ausgebildeter Pilot, weil er das irgendwie lächerlich findet, dann soll er halt an seinem bescheuerten Poster weiter lernen. Also keine Sorge, es gibt tatsächlich Uncooleres als Flugsimulation. Es gibt auch viel Cooleres, aber so schlimm ist das tatsächlich nicht. Und ich hoffe einfach, dass Microsoft hier wieder was richtig Gutes auf den Markt bringen kann. Und dann bin ich vielleicht bei dem ganzen Ding auch wieder selber mit am Start. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich freue mich wie immer sehr über Feedback zum Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.